Hey Leute, ich stelle euch heute einen der leistungsstärksten Laptops vor, den ihr zurzeit kaufen könnt. Dabei konzentriere ich mich natürlich insbesondere auf PC-VR. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie gut? Das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Und damit herzlich willkommen bei Ikuma Games. Wir alle wissen, Virtual Reality ist sehr hardwarehungrig. Und gerade mit hochauflösenden VR-Headsets wie der Pico 4 oder gar Monstern wie der Pimax Crystal ist ein leistungsstarker Computer unabdingbar. Aber was ist eigentlich mit Laptops? Ich muss zugeben, ich habe nie selbst einen besessen. Und es war für mich sehr spannend, hier einen richtigen Gamer in Anführungszeichen Laptop ausprobieren zu dürfen. Danke an XMG, die mir den XMG Neo 17 M22 zur Verfügung gestellt haben. Ich stelle euch diesen Laptop und seine Features vor und berichte euch von meiner Experience in Sachen Virtual Reality Gaming. Vorab solltet ihr wissen, ich bin kein großer Tech-Reviewer und kein IT-Spezialist. Von daher erwartet bitte kein Gamers Nexus oder LTT-Niveau. Der XMG Neo 17 verspricht kompromisslose Laptop-Performance mit High-End-Komponenten samt voll ausgereizter Power-Limits, einem sehr interessanten, für mich komplett neuen Kühlsystem inklusive optionaler externer Wasserkühlung. Das Gehäuse wirkt schlicht, stabil und sehr hochwertig. Das Design ist eher unauffällig, was mir persönlich sehr gut gefällt. Gerade so viel RGB wie nötig. Sowohl das Display, die Tastatur und das Touchpad überzeugen hier auf ganzer Linie. Aber gehen wir mal ins Detail. XMG verspricht nur die hochwertigsten Teile und je nach gewählter Ausstattung erhaltet ihr auch eine breite Varianz an modernster Komponenten. Das neueste Modell hat sogar eine 4090 verbaut. Ich habe hier das Modell M22. Dieser verfügt über einen leistungsstarken AMD Ryzen 9 6900HX Prozessor und zweimal DDR5 Arbeitsspeicher-Slots bis zu 32 GB RAM. Er unterstützt auch zweimal M.2 2280 SSDs mit PCI Express 4.0 für superschnelle Datenübertragung. Mit einem 330 Watt Netzteil und einer Nvidia GeForce RTX bis zu 3080 Ti bietet es eine beeindruckende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Gaming. Die Grafikkarte wechselt dank der Optimus Software automatisch je nach Leistung zwischen iGPU und eGPU ohne Neustart. Außerdem verfügt er über genug Anschlüsse, um auch ein PC-VR-Headset anschließen zu können. Ja, auch DisplayPort ist hier dank USB-C mit einem Adapter möglich. Das Non-Glare IPS Display löst in 2560x1600 Pixeln auf mit einer Ratio von 16 zu 10. Das Display hat einen Farbraum von 99% sRGB, 240 Hz und G-Sync Support. Mir persönlich hat als Content Creator vor allem das Display überzeugt. Arbeiten macht hier wirklich Spaß. Einzig negativ ist mir die Webcam aufgefallen. Hier gibt es wohl seit Jahren keine nennenswerten Sprünge in der Laptop-Industrie. Das Besondere an diesem Laptop ist aber die optionale externe Wasserkühlung namens Oasis, die quasi Drag and Drop angeschlossen werden kann und für optimale Temperaturen eurer Komponenten sorgt. Die Nutzung ist wirklich einfach. Anschließen, auffüllen, in der Software verbinden, fertig. Aber kommen wir zum Wichtigen. Virtual Reality. Ein VR-Headset könnt ihr per HDMI oder USB-C anschließen. Der USB-C-Port unterstützt mit einem Adapter auch DisplayPort. Headsets wie die Pico 4 oder Quest 2 nutzt ihr ohnehin kabellos mit Virtual Desktop oder per USB-Link. Eine Laptop RTX 3080 Ti ist ungefähr auf 3070 Niveau eines Desktop-PCs. Damit kann man locker mit mittleren bis hohen Einstellungen in Virtual Reality zocken. Bei Half-Life Alyx hatte ich mit der Pico 4 und Virtual Desktop auf der Einstellung High konstante 90 FPS. Ich habe die Pico 4 benutzt, die eine hohe Auflösung hat. Bei Auflösung um rund 2,5K pro Auge hatte ich keine Schwierigkeiten, konstante 90 FPS zu erreichen. Bei höheren Auflösungen oder bei anspruchsvolleren Spielen wird es dann eher schwierig. Aber wie beim PC auch, müsst ihr eventuell hier und da eure Ansprüche zurückschrauben für sauberes Gameplay. Neben Half-Life Alyx habe ich auch Moss, Contractors VR und auch Into the Radius getestet. Bei letzterem konnte ich dank Nvidias RTX Grafikkarte auch DLSS aktivieren. Aber würde ich diesen Laptop für VR Gaming empfehlen? Das kommt wie immer ganz auf eure Bedürfnisse an. Grundsätzlich könnt ihr diesen Laptop gut für VR-Gaming nutzen. Aktuelle Titel funktionieren in moderaten Einstellungen. Wie erwähnt, könnt ihr die Leistung der Laptop 3080 Ti mit einer normalen 3070 vergleichen. Mittlerweile gibt es diesen Laptop sogar mit einer integrierten 4090. Diesen konnte ich nicht testen. Aber mit der Erfahrung, die ich mit diesem Laptop hier hatte, gehe ich davon aus, dass ihr damit auch gute Ergebnisse erwarten könnt.
Wollt ihr möglichst viel Leistung für wenig Geld ausgeben? Dann kommt ihr an einem selbst zusammengebauten Desktop-PC oder gar einer PlayStation VR 2 nicht vorbei. Habt ihr aber generell das Bedürfnis, mobil zu sein und wollt keinen extra Gaming-PC neben eurem Arbeitslaptop haben, dann habt ihr hier womöglich die beste Option. Dank der externen Wasserkühlung, die quasi Plug-and-Play ist, könnt ihr das Beste aus eurem Laptop rausholen und seid trotzdem weiterhin mobil. Ich hatte eine gute Zeit mit diesem Laptop. Egal ob Zocken, Videobearbeitung oder Filme schauen. Aber ich persönlich gehöre zu den Personen, die gerne einen Desktop-PC haben und sich nicht unbedingt einen zusätzlichen Gamer-Laptop leisten wollen. Bestware bzw. XMG bieten aber eine Reihe verschiedener Optionen an und ich denke, dort wird für jeden etwas dabei sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen mit Laptop-Gaming habt und lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr VR-Content sehen wollt. Bald erscheint die PlayStation VR 2 und auch hier werdet ihr davon was zu sehen bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.